Hallo zusammen und willkommen bei Crypto Gaming in DeFi. Heute schauen wir uns zusammen das Spiel DeFi Warrior an, was Ende 2021 auf der Binance Blockchain gelauncht wurde. Vorneweg erstmal die Info, das Video ist nicht gesponsert und alles, was hier gesagt wird, ist keine Investmentempfehlung, keine Beratung, sondern einfach nur meine eigene Meinung. DeFi Warrior. Für mich ein sehr interessantes Projekt aus verschiedenen Gründen und gerade zum jetzigen Zeitpunkt empfinde ich dieses Projekt als sehr, sehr spannend. Zum Spiel an sich, es ist eine Art RPG auf der Binance Blockchain. Wir können uns ein Team erstellen aus fünf oder bis zu fünf Kämpfern, die ihr hier seht, jeder Kämpfer ist in eine Blockchain, an einen Token angedacht und die Grafiken sehen meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. DeFi Warrior ist oder hat eines der komplexeren Ökosysteme, die ich bis jetzt bei jeglichen Spielen, Krypto-Spielen gesehen habe. Daher wird das Video wahrscheinlich etwas länger und lasst euch einfach mal überraschen, wenn wir genau in das Spiel reingucken. Aus dem Grund möchte ich jetzt auch gar nicht weiter auf die Homepage eingehen, sondern direkt ins Spiel reinspringen. So, hier sehen wir das Spielfeld, wo wir unsere ganzen Tätigkeiten durchführen können. Wir haben verschiedene Häuser, in die wir reingehen können. Wir können uns jetzt mal ein Team anschauen, schauen uns so die einzelnen Punkte an. Alle gemeinsam an. Hier erstellt ihr ein Team aus den Kämpfern, die ihr vorher euch zusammengekauft oder erspielt habt. Wie ihr seht, mein Team besteht aus fünf Kämpfern. Davon haben vier Stück ein Stern und ein Kämpfer hat zwei Sterne. Was das bedeutet, dazu kommen wir gleich, wenn wir uns das Warrior House ein bisschen angucken. Da sehen wir hier nämlich die einzelnen Details von den Kämpfern, die wir in unserer Wallet haben. Die Sterne bedeuten im Prinzip, dass wenn wir uns weiterentwickeln und den Helden hochleveln, ist ein 2-Sterne-Kämpfer, ist dann Schluss bei Level 20. Danach müssen wir ihn mit den 2 Inhouse-Token weiterentwickeln. DeFi Warrior hat ein 2-Token-Ökosystem. Das ist einmal der CWIG, das ist der In-Game-Token, und der FIWA-Token, FIWA. Beide schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Mit dem FIWA-Token könnt ihr unter anderem eure Helden auf dem Marktplatz kaufen, aber noch viele, viele andere Sachen machen. Wie gesagt, hier sehen wir so die Details von unseren Kämpfern. Die einzelnen Ausrüstungsgegenstände, Arm, Bein und so weiter. Jede Waffe, die ihr hier seht oder die angebracht werden kann, ist auch ein NFT, auch auf dem Marktplatz handelbar und über das Spiel zu craften. So, wir haben uns jetzt angeguckt, das Team, die Warrior, wir haben noch den Adventure Mode, PvP, Ranking, IWO, Exchange. Wir schauen uns jetzt erstmal das Ranking an. Das ist das PvP-Ranking, wo ihr täglich, wöchentlich und monatlich über das Leaderboard kleine Preise erhalten könnt. Die ersten 1000 bekommen jeweils einen kleinen Preis. Wie wir sehen, sind das 20 Inhouse-Token und ein Ticket. Im wöchentlichen Leaderboard sind das jeweils Tickets, einmal für Premium, Gacha wird das genannt, und einmal 4 für das normale, und im monatlichen gibt es 10 von den Tickets und ja, ein random NFT zum Ausrüsten eures Kämpfers. Um den PvP-Teil zu spielen, benötigt ihr ein Team von mindestens 3 Helden oder Kämpfern. Das Spiel an sich ist
oder kann gespielt werden ab einem Held, aber dann stehen eben so Sachen wie zum Beispiel PvP nicht zur Verfügung. Kommen wir zum Adventure Mode, damit man sieht, wie das Ganze in Action aussieht. Wir nehmen jetzt einfach mal die einfachste Stufe. Ihr habt am Tag, bekommt ihr Stamina bis zu 40. Hier seht ihr, wann die Stamina aufgebraucht sind. Also in 9 Stunden hätte ich dann 40 Stamina zur Verfügung. Wir brauchen jetzt 5 davon und kämpfen einfach mal die erste Stage. Hier seht ihr die Angriffe bzw. die Möglichkeiten, welchen Angriff der Held ausführen kann. Ihr könnt es einmal manuell machen, indem ihr auf den Gegner klickt und den Angriff aktiviert. Wenn ihr unten auf das Place-Zeichen klickt, funktioniert das Ganze automatisch. Nach dem Kampf bekommt man unterschiedliche Gewinne. Das sind entweder Items für den Mining-Bereich oder eben auch Token. In dem Fall sind das jetzt 6 Token und 2 Ventilatoren um im Mining-Bereich aktiv werden zu können. Unterschiedliche Stages haben unterschiedliche Items, die gedroppt werden können. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Wenn wir hier sehen, können wir eine Grafikkarte bekommen auf Stage 3, ein CPU und so weiter. Entschuldigung, die braucht ihr, um im Mining-Bereich tätig werden zu können. Mining-Bereich ist auch ein Teil der Ökonomie und ein ganz interessanter, wie ich finde. Euch stehen momentan drei unterschiedliche Welten zur Verfügung. Einmal um Elektrizität zu generieren für eure Mining-Kapazitäten, dann einmal Bitcoin-Welt und die Ethereum-Welt. So sieht das Ganze aus. Ihr könnt also einzelne Miner bauen. Hier unten seht ihr, welche Items dazu benötigt werden. Um den kleinsten zu bauen, bräuchten wir jetzt 25 Grafikkarten und 15 CPUs. Für den größten braucht man jeweils 40, 40 und 20 Items. Um bei den Ländern tätig zu werden, müsst ihr euch nochmal ein extra Land kaufen. Das funktioniert auf der Exchange. Das heißt, wir klicken auf die Exchange, dann in den Pool Section und hier könnt ihr euch ein Pool, eine Art Land eben kaufen, in unterschiedlichen Größen. Von 150 Ingame-Token CWIG bis zu 700. Wenn ihr die kauft und alles, was ihr kauft oder erspielt, muss über dieses Icon rechts oben, über die Geschenkbox abgerufen werden. Ihr könnt ihr sehen, es sind noch einige Sachen drin, die ich mir heute erspielt habe. Wir klicken dann auf Claim All. Im Mining-Bereich würdet ihr dann hier oben das nächste Land freikaufen. Am Anfang habt ihr die Möglichkeit, einen Pool zu benutzen. Jeder weitere Pool kostet CWIG, wobei der Preis für jedes weitere oder für jeden weiteren Pool, der zur Verfügung steht, steigt. Das heißt, der erste kostet, glaube ich, 200 CWIG. Und wer jetzt sieht, wenn ich den achten Pool platzieren möchte, muss ich schon 1300 CWIG zahlen. Eure Miner meinen dann, eine gewisse Anzahl an CWIG und eine gewisse Anzahl an Fragmenten für die NFTs, sei es jetzt ein Arm, ein Bein oder sonst was. Auf der linken Seite seht ihr jetzt, momentan ist die Mining Rate 14,3 CWIG pro Stunde und der Verbrauch sind 1240 Kilowatt pro Stunde. Um die zu sammeln, klicken wir hier unten rechts drauf auf Claim. Seht ihr hier oben, meine Wallet ist wieder leer. Das Ganze machen wir jetzt noch bei dem ETH. Und die Elektrizität müsst ihr keinen Pool kaufen, jedoch braucht ihr CWIG, um
die erste Elektrizitätseinheit zu kaufen, wobei der Preis auch mit jeder weiteren steigt. Also der erste Preis ist nicht bei über 1000 CWIG. So, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt ein paar Token geclaimed aus dem Mining-Bereich. Die sind jetzt wieder hier oben und müssen nochmal geclaimed werden, damit ihr sie im Spiel auch sehen könnt. So, momentan ist noch eine zweite Adventure-Welt aufgemacht worden, der IWO. Initial Warrior Offering. Zu den Details kommen wir später. Hier könnt ihr auch Token und unterschiedliche Items gewinnen, wobei der Unterschied ist, dass hier auch Fever-Token droppen können, wobei beim Adventure-Mode eben nur der CWIG-Token droppt. Eine weitere Möglichkeit an Token zu verdienen ist einmal über die Daily Quests. Okay, jetzt sind wir beim Bounty Hunting. Sorry. Hier könnt ihr eure Warrior losschicken auf Abenteuer, damit die einige Sachen einsammeln. Wie das funktioniert oder welch was eingesammelt werden kann, seht ihr hier. Die einzelnen Punkte besagen, was für Warrior aus welcher Welt ihr benötigt. Also das hier braucht ihr einen Solana Kämpfer, hier einen von Bitcoin und Ether. Das Ganze hat unterschiedliche Zeiten. Der braucht 30 Minuten, wobei hier 4 Stunden vergehen, bevor ihr die Sachen einsammeln könnt. Und auch hier wieder das Spiel. Wir klicken auf Claim. Können dann die nächsten losschicken. Klicken auf Dispatch, Autofill, seht ihr, Warrior sind drin und dann schicken wir sie los. Und in 1,5 Stunden kann ich 69, 96 CWIG-Token einsammeln. Dann gibt es noch die Daily Quests. Auch jeden Tag unterschiedliche, das heißt, wir bekommen alleine fürs Einloggen erstmal 20 CWIG, wenn wir die Energie konsumieren, bekommen wir nochmal 20 und so weiter. Es gibt eben Möglichkeiten, diesen CWIG-Token während des Spielens zu generieren oder zu erspielen. Erfahrungsbericht von meiner Seite: Mit 3 Helden hat es bei mir einen Monat gedauert, tägliches Spielen, eben um genug Items einzusammeln, um Mining Facilities bauen zu können, sodass, wie sie jetzt ungefähr auf dem Stand sind, momentan werden passiv 20.000 CWIG pro Monat gemeint, ungefähr. Durch das Spielen kommen nochmal ein paar dazu, aber der größte Teil bekomme ich eben durchs Minen. 20.000 CWIG-Token sind im jetzigen Bereich, wo sich der Token befindet, ungefähr 30 US-Dollar pro Monat. Das heißt, mit einem Monat Einsatz und Grinden generiert man dann im Prinzip ein passives Einkommen von 30 US-Dollar pro Monat. Wie viel müsst ihr einsetzen, um dieses Spiel spielen zu können? Wie gesagt, man braucht zumindest einen Warrior, um anfangen zu können. Ab 3 Warrioren können wir PvP spielen und ab 5 Warrior kann man im PvP auch einige seiner Kämpfe gewinnen. Pro gewonnenem Kampf gibt es nochmal CWIG-Token dazu, plus eben die Gewinne aus dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ranking. Schauen wir uns den NFT-Marketplatz an. Da sehen wir, die günstigsten Warrior-Kämpfer werden momentan bei 25 Dollar gehandelt. Und der Preis geht dann auch nicht wirklich rapide nach oben. Wir sind dann bei 30 und so weiter. Und selbst wenn wir uns höhere Sterne angucken, sehen wir, dass der Preis nicht wirklich viel höher liegt, sondern in dem Fall eben bei 37 bis 40 Dollar. Wenn ihr jetzt 3 Kämpfe haben wollt, Investition von 100 bis 120 US-Dollar, um dann eben, ich sag mal, nach einem Monat ungefähr 30 Dollar pro Monat an passivem Einkommen zu generieren.
Möglicherweise. Oder wenn alles so bleibt wie momentan, innerhalb von 3, 4 Monaten das eingesetzte Kapital wieder rauszubekommen. Hört sich interessant an. Ganz besonders, wenn man noch bedenkt, das Spiel ist, wie gesagt, im November 2021 rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt waren die Verkaufspreise der einzelnen Kämpfer bei ungefähr 100, 120 Dollar. Ein Verkauf hat auch bei Binance stattgefunden. Und wenn wir uns hier die Preise der Kämpfer ansehen, ich habe das jetzt schon auf den günstigsten Preis und geöffnete Boxen gesetzt, dann sehen wir, dass momentan die günstigsten Kämpfer hier für 85, 100 und dann springt es direkt auf 125 Dollar und so weiter verkauft werden. Ich bekomme dann das Gefühl, dass der Marktplatz auf DeFi Warrior momentan sehr günstig ist und möglicherweise eine gute Einstiegsmöglichkeit in das Spiel bietet. Bevor wir uns jetzt weiter anschauen, was in dem Spiel noch möglich ist und welche Utilities von den Entwicklern bereits eingebracht worden sind, schauen wir uns kurz die Token an. Wir sehen hier den CWIG-Token, der jetzt auch in den letzten Tagen im Crash sich gut gehalten hat. Nicht wirklich große Preissteigerungen, das heißt, man hat eine gewisse Sicherheit zumindest über die letzten Wochen gehabt, dass man eben für seinen Token ungefähr 0,1413 Cent bekommen kann. Der Fever-Token sieht nicht ganz so schön aus, hat am Anfang ungefähr bei 25 Cent gehandelt und ist jetzt Mitte Dezember abgetaucht in den Bereich von 4 Cent. Hatte in der letzten Woche den Anschein gemacht, als ob er sich wieder erholen würde und in den Bereich aus dem IDO zurückzieht. Dann kam der Crash der letzten Tage und naja, er hat sich jetzt wieder eingependelt bei 4 Cent. Wie gesagt, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, in das Spiel reinzukommen zu einem günstigen Preis. Noch kurz zusammengefasst, welche anderen Möglichkeiten ihr mit dem Fever-Token und dem Spiel habt. Ach, noch ein Punkt. Im Laufe der letzten Woche wurde das Lending eingeführt. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt einen Helden für 30 Dollar kaufen, sondern können in dem Spiel auch uns einen Helden leihen. Das heißt, wir gehen dann hier auf den Lowest Price und sehen, dass man sich einen Helden für 20 Cent leihen kann. 20 Cent pro Tag. Und das Angebot ist vorhanden. 20 Cent, 30 Cent. Das heißt, man hat im Prinzip nochmal die Möglichkeit, mit einem geringeren Betrag in das Spiel reinzukommen, sich anzuschauen und zu schauen, ob man Spaß dran hat, das Spiel zu spielen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, den DeFi-Part des Spiels zu nutzen. Klicken wir hier auf DeFi und sehen, wir haben das ECWEG Center. In dem Bereich könnt ihr euch die ECWEG-Token aus dem Spiel in eure Wallet ziehen. Klicken wir hier auf Max, um einfach mal das Beispiel zu zeigen. Ihr seht, es gibt momentan eine Claiming-Fee von 7%. Die fängt bei 15% an und innerhalb von 15 Tagen gehen die 15% jeden Tag 1% runter und bis zu minimal 1%. Das heißt, wenn ihr euch eure Token aus dem Spiel auf eure Wallet ziehen wollt, zahlt ihr immer 1% Claiming Fee. Alle 15 Tage ist das dann möglich. Wir haben hier noch eine Exchange, wir haben einen Liquidity Pool, wo ihr eure CWIG-Token oder auch den Fever-Token als Liquidität zur Verfügung stellen könnt. Und wir haben noch einen Farming-Bereich, in dem ihr dann eben die Liquidität auch direkt staken könnt. Momentan ist der APR bei ungefähr 200%, wenn ihr den CWIG-Token gegen BUSD staked. Die Schwankungen sind relativ hoch. Gestern war es bei 400%, heute noch bei 200%, aber unter 160 habe ich den
noch nicht gesehen. Über den Pool generiert ihr den Fever Token, mit dem ihr dann entweder wieder eure Helden oder neue Kämpfer kaufen könnt, leihen könnt oder eben auch zum Staking nutzen könnt in dem Fever BUSD Pool. Noch eine Besonderheit, wenn ihr NFTs in eurem Besitz habt, das heißt entweder gekauft oder ich gehe davon aus, dass es auch mit Lending funktioniert, dann könnt ihr die hier staken. Für jeden Art von Kämpfer gibt es ein Staking Pool mit unterschiedlichen Renditen und ihr bekommt dann den CWIG Token ausgeschüttet. Dann gibt es nochmal den CWI, das CWIG Staking. Wenn ihr auch noch einen NFT dabei habt, dann könnt ihr dann den CWIG Token staken. Da seht ihr auch, es gibt einen Pool für jede Art von Kämpfer mit unterschiedlichen APRs. Und das Ganze gibt es dann nochmal für den Fever Token ebenfalls. Dann haben die Entwickler auch die Events im Spiel immer weiterentwickelt. Das ist so ein positiver Aspekt, der mir in den letzten Wochen und Monaten aufgefallen ist. Es gab viele, viele kleine Verbesserungen im Spiel. Der Launch war an sich schon okay. Und dann ist innerhalb von wenigen Wochen ist das Spiel sukzessive verbessert worden. Es wurden neue Optionen eingeführt, wie zum Beispiel die Daily Quests, die am Anfang noch nicht da waren, und eben auch neue Utilities für den Fever Token. Zum Beispiel gibt es hier eine Lotterie, wo ihr den Fever Token nutzen könnt, um einen neuen Kämpfer zu gewinnen. Es gibt die Möglichkeit auch, das nennt sich NFT 2 Dollars, da könnt ihr eure Fever Token staken und dann eben für 2 Dollar einen Helden kaufen zu können. Es gibt ein IWO, das ist sozusagen der Launchpad von DeFi Warrior. IWO steht für Initial Warrior Offering. Es wurden einmal neue Kämpfer über den Weg in den Markt gebracht, aber hier seht ihr auch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Projekten. Da habt ihr auch die Möglichkeit, den Fever Token zu staken, um dann eben die Token der neuen Spiele kaufen zu können. Wenn ihr euch bei Binance einen Kämpfer gekauft habt, dann könnt ihr den hier über Binance Swap in das Spiel integrieren. Und das war die Übersicht zu DeFi Warrior. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, habt einen guten Überblick über das Spiel bekommen, könnt euch jetzt eine bessere Entscheidung treffen, ob ihr in das Spiel investieren wollt, sei es Geld und oder Zeit. Lasst mir gerne einen Kommentar da, könnt auch gerne den Like-Button klicken oder besser noch den Kanal abonnieren. Es werden in den nächsten Tagen und Wochen sukzessive weitere Videos von weiteren Spielen und eben die Updates über die schon behandelten Spiele erscheinen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank. Ciao.